Kelvin hat es recht clever gelöst hier bei Let's Play Eterna mit eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Indem er einfach eine Menge von seinen eigenen Städten zerstört hat, damit man sich als Spieler weniger schlecht verlaufen kann. Ja. Ob wir aber dennoch den Plot finden, das werden wir heute herausfinden. Also ich meine, scheinbar haben wir den Plot ja irgendwie auch im vorletzten Part schon gefunden in Form dieser Höhle, ja. Denn scheinbar mussten wir dieses Fragment ja irgendwie suchen. Das Ei der tausend Wunder haben wir dennoch noch nicht erhalten. Und was wir jetzt mit dem Fragment machen müssen, ist jetzt auch noch eine andere Frage, die absolut ungeklärt bleibt. Ich fliege einfach mal ein bisschen... Ja, das ist ja clever, nehmen wir den Schatten halt. Ich fliege einfach mal ein bisschen quer durch die Welt. Mal da. Ich muss aber sagen, die Welt erinnert mich irgendwie an so eine Map von Heroes of Might and Magic. Ja, auf jeden Fall. Waren wir hier oben schon mal drin? Ich denke, es war ein optionaler Dungeon, den wir schon mal waren. Wir waren auf jeden Fall scheinbar schon drin und wir kommen nicht mehr rein. Okay. Zerstört. Weißt du, was ich richtig Angst habe? Nee. Dass vielleicht eines der Fragmente als Schatz so ist. Waren wir hier schon mal drin? Ja, da haben wir das erste Mal gegen diese Lady gekämpft. Gegen die rote Zora. Hey, rote Zora, oder die oder da, Obsessa. Waren wir in dieser Höhle hier schon drin? Das war dieser eine optionale Dungeon. Ja, hier, dann fliegen wir nach links. Nach oben? Okay, das würde ich wissen, ob da was ist. Das ist irgendwie nicht besonders viel. Bitte, du fliegst halt super ohne System über die Map. Ja, natürlich, also, extra um dich ja, zu... Das mache ich extra nur für dich. Den musst du nicht wundern, wenn du keinen Plot findest. Also, ich steig wieder ein, sobald du bereit bist. Da waren wir schon lange, da waren wir auch schon aufgewiesen in der Mitte. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die Stadt wurde zerstört. Was ist das hier? Ha. Keine Ahnung, aber wir haben irgendwas gefunden, also machen wir es jetzt auch einfach. Ja. Ha. Das sieht jetzt schon wieder irgendwie alles so harmlos aus. Bis wir hier drin dann. Wie kann das funktionieren? Ein Lavabecken in einem Haus? Ja, mit Holz. Aber das Gute ist. Das Gute ist, wir haben Eiszauber dabei, aber. Ja. Da kannst du jetzt aber wirklich mal den. Nein! Jetzt nicht so viel Mana verschwenden wegen sowas. Komm bitte, geht's zurück. Wir können für 5 Goldmünzen rasten, jetzt reg dich mal nicht so auf. Also komm schon, das Spiel ist doch so gut gebalanced, das kriegen wir schon hin. Jetzt mach aber mit ihnen jetzt nicht den Eiszapfen bitte. Genau. Ich will jetzt einfach nur mal probieren. Ich möchte gerne den sehr effektiven AOE haben. Siehst du, es war komplett immer eine Verschwendung. Nein, das war sinnvoll, das zu machen. Nein, und wir haben 6000 Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Kannst du den Schrank untersuchen, der hat gelbe Dinger. Der hat gelbe Dinger? Du meinst ja. Türknaufe? Ja. Dieser Raum war komplett sinnlos, bis auf den Gegner. Guck mal, hier ist ein Fässer, die kann man nicht verschieben. Was für ein, das ist schon wieder ein Lagerraum. Wie viele Lagerräume müssen Leute eigentlich bei sich zu Hause haben? Ist mal in die Mitte? Was passiert? Nein. Nö. Die Mitte ist einfach nur... Ein Hinweis darauf, dass es noch einen anderen... Kannst du mit dem Buch interagieren? Genau. Nein, das habe ich schon probiert. Von beiden Seiten. Also komm schon, Steve. Das ist doch eine der ersten Sachen, die ich machen würde. Kannst du jetzt bitte nicht den Klingenwirbel von Ihnen bitte einsetzen? Ich möchte einfach wissen, ob das Eiszapfen-Ding ausreicht. Gut. So, den Rest schlagen die jetzt in mir nach. Ja, das ist doch in Ordnung. Siehst du? Das nennt man Ressourcenverwaltung. Beziehungsweise und ich nenne das, was ich mache, actionreiches Spielen, okay? Ressourcenmanagement. Hier, Ressourcenmanagement, hier. Viel Spaß mit deinem Ressourcenmanagement, Steve. Endlich. Was war denn das T? Das ist eine gute Frage. So, bitte mal. Eine Kiste. Nicht zu verschieben, scheinbar. Nehmen das in die T schieben. Den haben wir nach oben, wir wissen, was passiert. Teleport! Oh Gott, okay. Oh my fucking god! Please, Kelvin! Oh nein, also. Das riecht auf jeden Fall, du redest auf ein ganz neues Niveau. Oh my fucking god! Aha. Ja, warte. Ich hab einfach nur Bock, sinnlose Sachen durch die Gegend zu schieben. Das ist. Oh. Kannst du bitte mal die Ruhekiste mal nach rechts schieben? Die oberen einfach mal nach rechts. Ich will gerne wissen, wo das rauskommt. Ja, ist super. Ist doch gut. Jetzt kannst du mich einfach nach oben schieben. So, okay. Also hier kann ich nach oben schieben und dann nach rechts. Dann ist die nämlich auch drin. Und dann kann ich die einfach nach unten schieben und dann haben wir es geschafft. Genau. Siehst du, einfaches Rätsel.
Du wolltest doch irgendwas erzählen von wegen, ja hier, der Kevin, was, der macht uns schon wieder gigaschwer hier. Ja. Mit seinen Teleportkisten. Kevin, ist schon wieder was Neues einfallen. Nein, nein, das war jetzt aber, das hat das eingeführt, das Rätsel, ja? Beim nächsten Mal Theater. Kannst du mal speichern, wir haben zwei Räume geschafft. Ja, das ist so geil, oder? Kannst du mal speichern, wir haben zwei Räume geschafft. Ja, das will ich nicht nochmal machen. Jetzt fängst du links an, bitte. Die Tür kann euch an den Schalter geöffnet. Ja, vor allem mach links an, links unten, bitte. Es war ja klar, dass die Tür nur durch einen Schalter geöffnet werden kann. Ja. Nein. Ja. Wer baut Haus so auf? Ein Haus? Oh nein, nein, das ergibt keinen Sinn. Darüber, es geht nicht darüber. Ich wollte gerade sagen, das ist dann wahrscheinlich der Schalter, den wir betätigen mussten. Warte mal, aber ich verstehe es nicht, weil hier rechts ist doch auch noch ein Raum. Hier ist doch eine Tür. Ja, da kann nicht da sein. Das ist wohl der Fitness Nirvana, oder wie? Ja, genau. Der Raum unten rechts. Genau, dann für diese Tür ins Nirvana. So, das machen wir nur Eiszapfen, weil wir haben ja gelernt, dass wir Ressourcen nicht verschwenden dürfen. Ja, dank Ressourcenmanagement. Ja. Wenn die Menschheit allgemein viel mehr Ressourcenmanagement betreiben würde. Ja, genau. Wenn die Leute nicht ihre Lebensmittel wegschmeißen würden, wenn wir nicht auf Level 29 aufsteigen würden. So. Mehr Schalter. Betätigen wir die einfach mal, man weiß nicht, wozu man die gebrauchen kann. Abgeschlossen. Und jetzt kannst du hier nochmal nach unten gehen. Also kein. Nein, nach links. Nach unten dann. Hä? Wo bist du? Ja, hier nach unten. Nach unten? Hier. Okay. Das wollte ich mal ausprobieren. Aber warum? Das stand doch nur abgeschlossen da. Warum sollte da irgendwas passieren? Ja, es war doch ganz offensichtlich, dass diese beiden Schalter, beiden Türen hier in diesem Raum öffnen, Steve. Ja, aber ich wollte es trotzdem machen. 500 Goldmünzen gefunden. Yay, und ich sehe da hinten schon den nächsten Schalter, der betätigt werden muss. Super. Ach man, bisher sah das Haus so angenehm aus, aber jetzt. Ja. Was? Ich dachte gerade schon, wir sind durch den Gegner durchgelaufen, aber. Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt. Leider ist zurzeit Team Yuan Lagfest bei mir, also ich. Das wundert mich, ich meine, wir spielen Eterna, das ist jetzt kein Spiel mit hohen Anforderungen. Ich verstehe es halt auch nicht ganz genau. Hey, was war denn das jetzt gerade für eine Kollisionsabfrage? Der Gegner stand 5 Meter von uns weg und trotzdem ging der Kampf jetzt plötzlich los. Und was sind eigentlich diese komischen grinsenden Feuerbestien? Wirklich, was ich Kevin bei den Feuerbestien gedacht habe, die erinnern mich irgendwie eher an Teddys oder sowas. Einfach wie immer, wie man es gewohnt ist, jeden Schalter drücken. Abgeschlossen. Die Tür kann durch ein Rätsel geöffnet werden. Oh. Schon wieder. Als ob wir das nicht schon irgendwie so 200.000 Mal in den Tenner gehabt hätten. Denkst du, du kannst jetzt an die Kiste rankommen, ja? Hast du gesehen? Kommst du an die Kiste ran? Wirklich? War das schon so, ja? Ja, du kannst an die Kiste ran. Schau gleich nochmal nach. Selbst ich mit meinem Legfest sehe das. Ist das? Bam. Das war's im Management. Mhm, mit deinem Legfest siehst du das, aha. Siehst du, dass du wieder rankommst? Nein. Oh, geh einfach nach oben. Nach oben. Und dann nach rechts. Dann kommst du an die Kiste. Das hast du gemeint? Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, und dann kannst du den Rest gleich wegändern, der überlebt. Das ist ja meistens nur ein Gegner, aber. Genau. Danke für deine Ratschläge. Also, ich bin eigentlich mal kurz davor, ihr Autokampf zu drücken für maximale MP-Verschwendung. Oh, ich komme nicht an die Kiste ran. Okay, ist ja okay. Habe ich das leider wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich nicht an die Kiste rankomme, aber hier an die Dreckkiste? Aber hier sind drei Kisten, die meinte ich auch. Heldenschriftrolle gefunden, Schriftrolle Kugelblitz gefunden, Schriftrolle Schneesturm gefunden. Okay, die werden manchmal nicht benutzen. So, den benutzen wir aber. Denn jetzt kommen wir wahrscheinlich an die Kiste ran. Siehste? Super. Jetzt kommen wir an die Kiste. Ich wollte einfach nur aufzeichnen und noch nicht rankommen. Allheilmittel gefunden. Ja, du wolltest einfach nur ein bisschen rumklugscheißen mit deiner Teamviewer-Sicht. Super, und jetzt kommen wir an die Tür oben rechts rein. Wo auch immer Holzchen so verschlossen werden. Das ist. In einem Lava-Dungeon. Wo war das jetzt? Die Tür kann durch ein Rätsel geöffnet werden. Okay, das ist jetzt. Haben wir irgendwo noch eine verschlossene Tür gehabt? Ach so, hier hinten. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, nicht. Aber. Ich kämpfe gegen den Gegner. Ja, ich kämpfe erstmal gegen den Gegner, bevor wir uns dem absolut endschweren Rätsel widmen. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad der Rätsel im Spiel, der skaliert wirklich ganz komisch. Also, der skaliert nicht wirklich, sondern der ist komplett random. Manche Rätsel sind bockschwer und andere lassen sich. Du machst irgendwie einen Kniff und schon. Ah, ich sehe, das Rätsel ist Lösung. Okay, du musst einfach die Pfeilen nach das Ganze ablaufen. Okay, also heißt das. Hier. Hier, hier, hier? Nee. Ja, das ist doch gleich, ich hab's schon vergessen.
Du musst unten links anfangen. Von unten links nach oben laufen. Und, ah ja, genau. Ja. Einfach nur einmal im Kreis, genau. Genau, jetzt haben wir hier draußen wahrscheinlich die Tür geöffnet. Ja. Tja, so ein Haus würdest du nicht bauen. Also, wenn ich später mein Haus baue, dann werde ich dem Architekten sagen, dass er gefälligst solche Rätsel einbauen soll. Ja, aber wenn du aufs Klo willst und so auch, ne? Das ist ganz wichtig. Nicht so, jetzt immer noch das Klo-Rätsel. Vor allem das Krasse ist auch, du denkst so jedes Mal, das Haus wäre irgendwie demnächst mal vorbei, aber nein, dann hast du plötzlich noch einen weiteren Raum, der nach hinten geht. Ja. Leute, und denkt dran, es gibt ja nochmal einzelne Rätsel für normales und falsches Klopapier. Ja. Können wir diese Vase mitnehmen? Wozu ist dieser Raum schon wieder da? Warum können wir diesen Raum hier betreten? Das ist ein Lagerraum. Ja, aber die Sache ist, die meisten Türen in sinnlose Räume sind sowieso verschlossen. Ja, aber es soll dazu sein, dass es viel atmosphärischer ist. Bitte, jetzt hate doch nicht das tolle Spiel hier. Doch, mache ich aber. Ich will das Spiel haten, weil das extrem viel Spaß macht, das Spiel zu haten. Es ist super, das Spiel. Wir übertreiben doch. Also erstmal macht es viel Spaß, das Spiel zu haten, und zum Zweiten ist es gerade alles andere als atmosphärisch. Alles andere als atmosphärisch und immersiv. Wenn ich diese Gegner sehe, ja, dann fühle ich mich voll in einer epischen Rollenspielwelt. Die Tür könnte durch einen Schalter geöffnet werden. Okay, der Schalter ist ja da oben. Okay, dann können wir ja scheinbar doch einfach... Aha. Wir bekommen einfach nur Schaden. Ich dachte mir, wir müssten da irgendwas machen, aber Heilschriftrolle gefunden. Ah. Okay, interessantes Game Design, wirklich. Bisschen random. Gucken wir mal, was der Endgegner hier drauf hat. Oh, was haben sich wieder aufgestellt? Seltsam! Der Tempel. Es ist ein Tempel, okay. Ist zwar voller Monster, aber er wird anscheinend nicht mehr benutzt, also weil er voller Monster ist. Für mich sah das von außen aus wie eine Villa oder sowas. Vielleicht sind die Monster nur Wächter, die irgendwann mal von den Eigentümern beschworen wurden. Das ist ein logischer Ansatz. Meinst du, wir finden noch ein paar Schätze im ersten Tempel? Ich habe eher die Hoffnung, dass wir bald mit dem Dungeon hier fertig sind. Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Plünderer an den Monstern vorbeigekommen sind. Aber wir sind es auch. Wir sind eine Gruppe aus einem jungen Ritter, einer jungen Priesterin, zwei jungen Frauen, einem Ameisenmenschen und so einem Tiertypen, der irgendwie auch schon mehrere hundert Jahre alt ist und trotzdem nur den Feuerpfeil beherrscht hat, bis wir ihm mehr beigebracht haben. Und nicht zu vergessen, dass es eine Ameise ist ohne Persönlichkeit. Die Monster sind nicht der Grund, warum die Plünderer immer gescheitert sind. Du weißt, dass die Monster scheiße sind und erneuerst sie nicht gegen andere? Und wer bist du eigentlich? Das tut nichts zur Sache. Ja, das würde mir am Ende noch Charakter geben. Ihr seid in meinen Tempel eingedrungen, um mich zu bestehlen. In der Vergangenheit. Wir wollten nur sicher gehen, dass ihr keine Aliens sind. Ja, und außerdem ist der Tempel voller Monster, die uns sofort angegriffen haben. Vielleicht war es andersrum, vielleicht haben wir die Monster angegriffen. Richtig. Dafür sind sie ja auch da. Sie sollen verhindern, dass jemand ohne meine Erlaubnis diesen Tempel betritt. Nein, das stimmt nicht. Die Monster sollen verhindern, dass jemand, der dein Haus ohne Erlaubnis betritt, nicht weiter darin rumspioniert. Vor allem hat er jetzt auch die ganzen Rätsel hier aufgestellt. Ich meine, verstehe ich jetzt nicht, wer zum Beispiel packt sein Haus voller Monster und Rätsel... Und am Ende dann so, ihr seid in mein Haus eingedrungen. Ja. Was ist, wenn wir einfach wieder aus dem Tempel gehen? Ja, dann bekommen wir kein Loot. Nein, jetzt lasse ich euch nicht mehr gehen. Ich werde euch töten und eure Seelen verschlingen. Also bist du doch ein böses Wesen. Für mich ging das bisher wie ein Gegner aus der letzten Schlacht der Elfen. Ja. Aha. Ein hoher Dämon. Na klar. Ja, natürlich. Na, mach mal. Wir geben alles auf den Dämon. Ja, mit dem machst du mal Licht, kannst du noch so. Achso, geh mal smilen. Genau, mach mal ruhig Licht. Genau, ich probiere erstmal Licht, weil gegen den Dämon könnte das ja tatsächlich nicht mehr sinnvoll sein. Genau. No. Und Eiszapfen. Oh, ein Trefferpunkt. Dämonen sind gegen Licht immun. Hast du da schon nicht aufgepasst, Steve? Ja. Da geht er als Feuergegner, weißt du? Und Feuer, ja, ist ja nun mal selbst hell und deswegen macht Licht nichts. Ja, dann darf Lena jetzt ein bisschen heilen. Was soll's? Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass Lenas Angriff so wenig macht, aber na gut. Ich habe dieses Spiel nicht designt, ich habe dieses Spiel nicht gebannt. Das war Eistapfen Quatsch, sondern jetzt hättest du was an den anderen Eisbären machen sollen. Ich wollte den anderen Typen ehrlich gesagt noch loswerden, ohne dass wir den nochmal angreifen müssen, Steve. Aber was hat der Gruppe gemacht, hat ihn vorher angegriffen. Also hat das nichts gebracht. Das ist mit deiner Mutter schon wieder verkehrt, Steve. Du solltest dich, glaube ich, mal um sie kümmern. Also, es tut mir echt ein bisschen leid. Siehst du? Genauso viel Schaden. Ressourcenmanagement. Das Krasse ist, wir machen gegen den Typen mehr Schaden, als wir bisher gegen jeden anderen Gegner gemacht haben. Okay, und er fängt sich an zu heilen, ist also kaputt. Das geht ganz schön schnell, ne?
Du brauchst keine Items in der Partei, bitte schlag einfach drauf. Ich geb Larisan noch ein Astralixier, weil nur weil sich der Gegner geheilt hat, hat das nichts zu bedeuten. Komm schon, du weißt ganz genau, dass jeder Endgegner im Spiel 9999 Treffer. Ist der heilt sich nur noch, bitte einfach draufschlagen. Er macht nichts mehr. Okay. Das war's, wir haben gewonnen. Ascheregen. Ja, Wayne. Ich denke auch, es ist egal, weil irgendwie macht Larisan 99% der Sachen in dem Kampf. Ja. Ja, ist ja okay. Der Kampf ist vorbei. Du kannst. Ja, der Kampf du? Ist vorbei, du. Du kannst die Aufnahme vorbei. Jetzt an der Stelle eigentlich beenden. Der Kampf ist vorbei, wir haben gewonnen. Ja, wir können den Part der Gegner heilt sich, der Kampf ist gleich vorbei. Ja, können wir jetzt den Part direkt beenden, der Kampf ist vorbei, Leute. Ja, Leute, noch viel Spaß am Part, ne? Genau, wir halten jetzt einfach unsere Klappe, wir sind jetzt still. Weil genau. Ja, der Kampf hier ist definitiv vorbei, der Gegner heilt sich selbst, deswegen. Oh, genau, irgendjemand ist nicht mehr geblendet. Richtig. Ja. Leider war es Larisan, bei dem ist es nicht mehr geblendet, ist aber nicht. Der Kampf ist eigentlich schon vorbei. Der verlängert sich gerade einfach nur, weißt du? Es ist eine Kampfverlängerung gerade vom Gegner. Eine Kampfverlängerung ist gerade. Die Sache ist aber, dass das bei jedem Kampf in Eternal ja. ist. Ja. Der Kampf ist eigentlich schon von Anfang an vorbei. Ja. Du weißt einfach nur, dass die Gegner so viele Trefferpunkte haben, dass er irgendwie künstlich auf 3, 4, 5 Minuten gestreckt wird. Das Problem ist, in Diablo 3 haben die Gegner mittlerweile, glaube ich, Trilliarden Lebenspunkte, ja? So wenig nur? Aber trotzdem, weißt du, dauern die Kämpfe irgendwie nicht so lang. Nicht so lang, wie man es als Außenstehender vermuten würde. Guck mal, Erteilung 2, ich glaube, der ist gleich kaputt. Steve, wir haben den Kampf gewonnen, Gegner besiegt. Oh Gott, das erinnert mich an Dragon Quest Monsters, ja? Wenn du so eine scheiß Mimik hattest und der Gegner hat von dir sich zuerst in deinen Goldslime verwandelt und dadurch Mega-Leben und Giga-Heil gehabt. Oh, das ist geil. und ich konnte meine eigene Gruppe nicht besiegen. Es waren irgendwie 3 Mimes. Die haben sich einfach in mein Team verwandelt. Das war's. 17.000 Erfahrungspunkte. Kein Kommentar von niemandem. Kein Kommentar. Warum auch? Wir haben gerade eben nur einen Dämonen besiegt. Ja. Einen fucking Dämon, ja. Vor allem, warum hat dieser Dämon eigentlich irgendwelche Hühnerstatuen in seinem Scheiß? Ja. Was auch immer, Durchgangszimmer. Gib mir das hier als heilige Ei. Lapis-Amulett gefunden, 750 Goldmünzen gefunden, Schriftrolle Tulpenregen gefunden, Nekromantenstab gefunden, Heiltrank gefunden, Silberspata gefunden. Sind das Ausrüstungsgegenstände gewesen? Ich kann ja mal nachschauen. Na, warum klingt das gerade alles sehr... Silberspata, ein schweres... Das ist schlechter als das, was wir aktuell haben. Ja. Ja gut, was es auch immer war, es kümmert mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr großartig. Also war das hier gerade... Guck mal, was der linken Türgenstände gewesen? Der? Oh, perfekt. Astralelixier, Schriftrolle, Heldentum. Wie konnte ich diese Tür nur übersehen? Weil hier war man doch drin, ne? Genau. Genau, und hier war nichts drin, ja. Ja, dann... Da war ich wahrscheinlich einfach blind, weil ich habe schon das Ende des Dungeons gesehen. War der tatsächlich optional? Der war wirklich komplett optional. Also hier haben wir diesmal kein Fragment gefunden. Aber wir haben auch gemerkt, die optionalen Sachen, die sind nur einen Part lang. Die nicht optionalen Sachen, die sind dann mehrere Parts lang. Aber na gut, wir würden uns auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und dann finden wir im nächsten Part bestimmt den Plot. Bestimmt. Genau. Bis dahin. Tschö.